Hallo und herzlich willkommen zurück bei Never Alone. Ja, wir sind hier immer noch in dieser Walhöhle, Höhlenwal. Für mich sah es aus wie ein Wal, der uns verschluckt. Unser Erzähler hat gemeint, es ist eine Höhle. Aber wir haben auch in dem letzten Video erfahren, dass alles lebendig ist. Vielleicht ist auch diese Höhle lebendig. Man weiß es nicht. Jedenfalls haben wir das hier gerade alles erstmal wieder schön geflutet. Jetzt muss ich schon mal überlegen, wo wir jetzt hin müssen. Nee, hier passen. Ah, doch, jetzt. Schwimmen passen wir hier durch. Sehr cool. Hallo, du kannst dich einfach da woanders hin. Hallo? Jetzt geht's nicht mehr. Jetzt passe ich wieder durch. So. Schwimmen wir mal zurück, aber das macht mir wenig Hoffnung. Da hinten sehe ich es doch schon wieder. Oder ist das ein Kraken? Es gibt ja auch diese Pflanzen. Was waren es, Anemonen? Weiß ich jetzt nicht. Kann ich mich jetzt auch komplett irren. Wahrscheinlich, es kann auch gerade sein, dass ich mega gerade lacht und sage, ist der blöd. Ja, bin ich. Aber da gibt es doch dieses, was sich da immer so bewegt, oh, so greifen und dann doch wieder aufmachen und dann greifen und wieder aufmachen. Gehe ich mal davon aus, dass es so kein Kroken. Denn wenn jetzt hier ein Kroken ist, dann. Ja, es sind so viele, es werden zu viele Kroken. So, okay. Darf's raus aus dem Wasser. Wir haben genug gebadet, wo es speichert. Das heißt nichts Gutes. So, jetzt gleich noch eine Dusche zu dem Bad. Ah, okay, warte. Boah, jetzt müssen wir aber ganz genau zielen. Das wird nichts. Ah, das Wasser hält das auf. Okay. Kommen wir jetzt da hoch? Nee, kommen wir nicht. Wie müssen wir das jetzt anstellen? Okay, das sieht schon mal nicht verkehrt aus. Tut sich hier drüben was? Nee. Hätte sein können, dass da irgendwie ein Geist auftaucht. Tut's aber nicht. Und jetzt. Hui! Eine Eule! Schwimmende Geschichte. Wer teilt, überlebt. I think most central to the ideology of the Inupiat is the idea of sharing. Being able to feed the community, feed others. That's why we hunt. You know, in the old days, that's what you needed to survive, you know? The sharing is important because it's how the community survives together collectively. We just give. That's how I grew up. That's the way I'm always gonna be. Because of who we are, we always think about other people first. If our people didn't share in the old days, we wouldn't have survived in this harsh, you know, climate, environment. Ja, man hat zusammen überlebt. Klar. Zusammen jagen gewesen. Alles Mögliche. Eine starke Gemeinschaft. Kommst du jetzt mit, wenn ich dich hier mitnehme? Ja, das sieht doch gut aus. Lass dich nicht von dem Wasser beeindrucken. So. Komm raus. Ah, das Teil schon wieder. Folge mir. Hier hinauf. Oh, ein Schwapp. Ah. Und wieder müssen wir alles fluten. Nochmal. Alle guten Dinge sind drei. Ah. Wenn der dritte getroffen hätte. Weiter geht's. Schublorait
Ich hätte den Wal gerne im Spiel gesehen, also jetzt hier nicht so als Zeichnung, sondern eines Tages fragt er sich, warum nur ist das Wetter eigentlich so? Nee, den Wal hätte ich gern so gesehen, also vor dem wäre ich gern weggeschwommen. Ich mag Wale. Aber jetzt sind wir wieder draußen. Und wahrscheinlich taucht hier... Oh, eine Eule. King Island. Wahrscheinlich taucht jetzt eh gleich wieder irgendwie... Wir sind schon lange nicht mehr vor jemandem weggerannt. Um es kurz zu fassen. Big Diomede, Little Diomede and King Island. And in those three islands are the stepping stones to get to America. So King Island is this absolutely beautiful place off the coast of Alaska. And if you can imagine being on this really kind of rocky island that kind of shoots up from the water to these cliffs. And then all of a sudden you see these stilts and then you look up and there are these houses. They were built on the cliff up high because of the ice. Being an island in the Bering Sea, you have ice that's being pushed by the winds onto the island. So it's gonna pile up 50, 60 feet high. Structures are still there today and people have returned to King Island. It's a growing community as the people return back to their island. Das ist einfach beeindruckend. An dieser Küste, an diesem Abhang da, diese Häuser zu bauen, krass. Nicht schlecht. Na dann schauen wir mal weiter. Also ich finde das wirklich, sind sehr beeindruckende Bilder. Und wirklich, ich finde es nicht langweilig. Es sind keine zu lang... Ist das da ein Totenschädel da hinten? Das sieht so aus. Ich finde die Clips sind auch nie zu lang. Ich finde es hat eine sehr gute Länge. Ich habe auch was gelesen, dass es wohl so von einer halben Stunde insgesamt ist, was an Clips da abgespielt wird. Das knirscht doch schon wieder alles so. Hier war auch der böse Mann. Das war mir nicht schön. So, hängen wir uns ran. Nein! Oh oh. Ich höre doch schon wieder diese Kiddies da. Da hinten das Polarlicht. Ist schon lange nicht mehr passiert, ne? Ich wusste, irgendwas hat gefehlt. Boah. Na, boah. So. Also den Sprung schaffen wir nicht. Aber, ah, klar, natürlich. Und hoch, 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 hoch. So schaffen wir das. Jetzt taucht jetzt... Ah. Na. Und heppa. Und jetzt schnell rüber, bevor es einbricht. Komm. Bewegung. Und weiter. Das knirscht schon wieder alles so sehr. Das ist... Ja. Und heppa. Weiter, 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 weiter. Einfach nicht stehen bleiben. Immer weiterlaufen. Leiter hochklettern. Lalalala. Lalalala. So, wir sind oben. Macht ihr das jetzt von selber? Unheimlich. Finde ich jetzt nicht. Als das unheimlich hätte ich das jetzt nicht bezeichnet. Ah, okay, jetzt habe ich es gecheckt. So, jetzt können wir es wieder gelangweilt ziehen. Schon wieder muss ich das machen. So, mal gucken, ab wann es automatisch... Jetzt müssen wir mal... Oh, komm! Oh! Um Himmels Willen! Mensch! So. Ich höre doch schon wieder eine Eule. Da hinten, ich sehe sie schon. Da rechts oben.
So, aber jetzt müssen wir das trotzdem nochmal nutzen. Komm. Ich weiß es nicht. Reicht das schon, um da drauf zu... Ach, weiter geht's gar nicht. Rauf da. Und rauf da. Sehr gut. So. Liebe Eule, was hast du uns zu zeigen? Nordlichter. Na, aber lieb... Oh. Das ist aber ein interessantes Nordlicht. When I was young, my mom, whenever the Northern Lights came out, she just whistle. Boy, they come alive. Just keep whistling and that aurora will just like, you know, you can almost hear it. And then she explained to me a little bit later that those are children and children who've passed away when they were children. You don't want to draw them in too much, you know, is what she said, because then they could play football with your head, play Eskimo football, and that's what they want to do. They're always playing, those children up there. Don't play out without your hood on. If you don't have your hood on, the Aurora person is going to come down and chop your head off and play ball with your head. It wasn't like they were trying to do bad, you know, or it was like a scary story or anything like that. It was just, that's how it was, that's what it was. Na, zum Glück habe ich von meinem Pulli die Kapuze auf. Das ist auch sowas, das schützt mich auch. Ich liebe ja Fußball, ne, aber nicht mit meinem Kopf. Das muss nicht sein. Ich wusste, ich habe mich gut auf das Spiel... Ah, guck mal, ich habe mich gut auf das Spiel vorbereitet. Setz deine Kapuze auf. Jagen die uns jetzt? Ich möchte jetzt nicht berühren. Ohne Mist, das wäre jetzt uncool. Es ist mega witzig, aber die haben doch nur ein Bein. Wie wollen... Na, geht ja trotzdem. Uah. Haben wir es übergeschafft? Ja, ich wollte überleben. Haben wir es überlebt, wollte ich eigentlich sagen. Da habe ich dann übergeschafft gemacht. Uah. Nicht mein Kopf. Na, nicht mein Kopf. Boah, das war knapp. Okay. Ich weiß zwar noch nicht, wie wir Nuna dann hochbekommen, aber wir lassen uns was einfallen. Ah, ich glaube, ich sehe es. Hm. Und ran da. Und jetzt? Ach, sicherlich einfach hochklettern. Ich habe mich jetzt gefragt, wo können wir denn hinschwingen? Da drüben ist eine Eule. Ja, ich habe die schon gesehen. Schwing. Und rüber. Komm schnell. Ja. Wow. So. Erkenntnisse an der Küste. Der Monat der Nacht. In the month of November, there's no sun. So during that dark time, we travel by the light of the moon. It's quite different. Everything was silver and black. Toward the horizon, we could see where caribou are because their body heat flowing upward, and we could see it glowing in the moonlight against a dark horizon where there's no stars. If somebody yelled, you couldn't know who yelled from where the sound came from, but specifically for that cloud of their breath went up and it glowed in the moonlight. So that was a good time to travel. It was very surrealistic. And so things that were dark objects looked very close and white objects looked very far. Tja. Der Monat der Nacht, also der November.
Aber im Dunkeln zu rein, naja, okay. Ist ja jetzt auch nicht so verkehrt. So. Ja, umsonst noch was? Nö, ne? Ah. So, jetzt noch hier rüber. Jetzt warten wir kurz, bis der rum ist. So. Also ich finde das mega interessant, alles was man erfährt. Und ich freue mich über jeden, der bisher weiter mit dabei ist und nicht abgeschaltet hat, weil er der Kultur mal etwas kulturellem abgeneigt ist. Deswegen freue ich mich über jeden, der bisher weitergeschaut hat und sich diesbezüglich auch ein bisschen weitergebildet hat. Also ich finde, es sind sehr schöne, präzise Informationen. Vor allem das Geile ist halt wirklich, dass du es von Leuten erfährst, die halt zu dem Volk gehören. Okay, jetzt müssen wir damit... Ich muss schon mal kurz gucken. Oh, ich dachte, das wäre zu kurz. Ist das egal, wo wir... Nein, es geht ja nur auf das. Wir werden das ja sicherlich nicht rüberschmeißen können. Wieder voll gelangweilt. Immer muss ich das machen. Komm schon, ich habe keine Zeit. Ja, der springt wieder oben drauf. So. Füchschen. Ich hoffe, sie bewegt sich jetzt nicht. So, mal kurz warten. Bringt das was, wenn ich da... Ne, das bringt nichts. Und schub, 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 schub. Aber das bringt was. Ich habe gesagt, das bringt was. Dann hat das auch was zu bringen. Ey, was soll denn der Mist? Dann machen wir es halt so. Ich wollte mal zurückspringen, aber nein. So. Nee, das können wir nicht bewegen. Ah, jetzt sehe ich das, was wir brauchen dafür. So. So wird ein Schuh draus. Jetzt lass mal kurz vor. Das war knapp. Schneller, 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 schneller. So. Schieben wir es erstmal sicherlich in die Richtung runter. Hoffe ich jedenfalls mal. Warum bin ich denn gleich hinterher? Aber alles gut. Aua. Es flog mir gerade eine Fliege vom Mund lang. Das war nicht nett. Das war nicht schön. Das mag ich nicht. So, wir gehen aber mal lieber auf die Seite, weil das Ding soll zuerst runterfallen und nicht wir. Komm, 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 komm. Da kommt noch ein Stück. Weiter, 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 weiter. Nein! Nein! Oh Mann! Das ist doch nicht euer Ernst! Wenn er damit hinkommt. Bleib doch mal. Das. Nee! Also müssen wir schnell sein. Fuchs hängt mal wieder. Komm hoch, 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 hoch. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn das Füchschen hängt. Nicht zu weit. Und jetzt. So, das haben wir geschafft. So, mit dem Fuchs hinterher. Komm, 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 komm. Ah, weiter. Und weiter. Komm, 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 komm. Weiter, 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 weiter. Weiter, 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 weiter. Komm, 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 komm. Immer weiter. Oh, nein. Zurück, 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 zurück. So. Nein! Oh! Das war knapp. Ah. Gott, oh Gott. Nein, bitte nicht! Ach, Mann! Das ist so ärgerlich. Von wo müssen wir jetzt anfangen? Von hier, okay. Weiterrennen, einfach weiterrennen. Wir hatten es fast geschafft. Ja, wahrscheinlich nähern wir uns dem Grund dafür. Boah! Oh Mann, ey. Hier geht echt alles den Bach runter.
Also, man darf teilweise echt nicht zu lange sich irgendwo aufhalten. Weil das kann dann ordentlich. Das kann dann ordentlich in die Hose gehen. Das sieht auch nicht gut aus. Komm schon. Und. Nein. Oh. Zum Glück hat mich der Wind aufgehalten. Weiter. Und jetzt. Füchschen. Wo jetzt hin? Oh je, Mini. Festhalten. Gut festhalten. Ja. 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 Oh. Meine Güte, zum Glück haben wir das überlebt. Und damit jetzt beenden wir diese Folge und kämpfen uns dann weiter durch in der nächsten Folge durch diesen Sturm bei Never Alone.